eine absolute Legende der deutschen YouTube-Geschichte. Wirklich eine Bilderbuchentwicklung hingelegt irgendwie. Von der clickbaity, Sexgeschichten erzählenden, schockierenden, muss man schon fast sagen, zu einer Pop-Queen. Und diesmal nicht das Poppen im Bett, sondern die Musikrichtung. Oh. Ich weiß auch nicht, wenn man über Katja redet, das ist so, die Grenzen sind nicht ganz deutlich. Wie sich noch dazu in ihren Stories für Frauenpower einsetzt und dafür, dass man als Frau tun und lassen kann, was man möchte und sich darstellen kann, wie man möchte. Was cute ist, absolut cute. Das ist meine tschechische Schwester quasi, deswegen schätzt mich auch übel ab. Müssen wir das jetzt wirklich alles auspiepsen? Sind wir so weit gekommen? Wenn jemand ihren Namen Krasavice ausspricht, okay? Weil es ist Krasavice. Für die Leute, die es nicht wissen, auf Tschechisch heißt es Schönheit. Also Katja, die Schönheit. Und ich finde es schön, wie sich ihre Persönlichkeit entwickelt hat in der Öffentlichkeit. Absolutes Fangirl Nummer 1. Nichtsdestotrotz ist sie jetzt in mein Territorium eingetreten. Dein Territorium. Ich habe einige Interviews über OnlyFans gehalten. Das macht mich ja zur heutigen Zeit eigentlich quasi zu einer Expertin in dem Thema. Ich glaube mal, sie wollte es lange nicht machen, was auch verständlich ist, aus dem Grund, warum es viele nicht machen, weil man einen Teil seiner Einnahmen an OnlyFans als Plattform abgeben muss. Aber sie hat es letztendlich getan. Was Geile! Und ich werde mir das Ganze angucken, weil ich tue Dinge, die fragwürdig sind, aber vor allem tue ich Dinge, damit ihr sie nicht tun müsst. Zumindest noch nicht, denn ich gucke, ob sich die ganze Experience lohnt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ziemlich aufgeregt auch, muss ich sagen. Okay, der erste Step ist erstmal, dass wir natürlich auf OnlyFans gehen. Für diejenigen unter euch, die OnlyFans nicht kennen, ich habe vor ein paar Monaten mal ein Video dazu gemacht. Die meisten von euch werden es gesehen haben. Guckt es euch nochmal an, falls ihr einen Reminder braucht. Ich habe auf jeden Fall mittlerweile meinen Account leider gelöscht, weswegen wir einen neuen Account erstellen müssen. Bevor wir dieses Adventure beginnen, muss ich natürlich meine Zahlungsart bestimmen. Kann man nur mit Kreditkarte machen, um sicherzugehen, dass auch alle über 18 sind, die daran teilnehmen. Wegen sexy Content. Katja Krasavice. Oi. Hör mal. Okay. 38 Posts, 33.000 Likes. Die Beschreibung ist einfach nur sexy time. Das letzte Mal war sie online vor 20 Minuten. Das sind quasi die ganzen Posts, die man freischalten kann. Unter anderem hat jemand Bock auf ein bisschen Netflix and Chill mit meinem nackten Booty. Es sind ein paar Videos auf jeden Fall auch mit dabei. Sie ist schon mal live gegangen. Hallo von meiner Katze und von meinen dicken... Nice. Also, man hat auf jeden Fall sehr viel Content-Auswahl. Ich werde natürlich nicht zeigen, was da für Bilder und Videos drauf sind, weil das natürlich Content ist, den sie macht, damit jemand dafür bezahlt. Und ich weiß selber, wie es ist, wenn Fotos von dieser Plattform auf anderen Plattformen geteilt werden. Es ist halt einfach ein Dick-Move. Okay, subscribe. $24.99 für einen Monat. Das schaltet den Content frei. Man kann Direct-Messages an sie senden. Und man kann den Sub jederzeit wieder kündigen. Das hört sich doch toll an. Mach ich. Hey. Wir sind drin. In Katjas Profil. Ich kann dir einen Tipp senden. Also ein kleines Trinkgeld quasi. Big Fan. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich die Fees jetzt quasi für die OnlyFans-Seite drauf gezahlt habe, weil ich habe hier $10 gespendet, wurde aber von der Bank $11.90 abgezogen. Mein Steuerberater denkt sich wahrscheinlich auch, interessantes Hobby. Seid ihr ready für den ersten von 38 Posts? Das übertrifft alles. Da steht auf jeden Fall, sie hat, weil wir solche Videos lieben, ja, ich gehöre jetzt auch dazu, was ganz Heißes aufgenommen. Und das Beste daran ist, es ist kostenlos und unzensiert. Am 10.04. werden hier nicht 100, sondern 200, sondern ganze 300 von euch ausgesucht, dieses Video kostenlos per Privatnachricht zugeschickt bekommen. Also ein Special. Ich verstehe. Wir sind noch censored gleich. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Preview ist, aber sie ist auf jeden Fall komplett nackt. Also das zum Thema, zum Thema. Aber ich kann nur vermuten, was in diesem Video passiert. Wir machen weiter. Nackter Booty. Wird man einen nackten Booty sehen? Ja,
aber auch nicht ganz irgendwie. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, sie spielt so ein bisschen damit, dass sie sagt so, ich bin voll Porno und Sex, ohne jemals ein Porno gedreht zu haben oder so. Das wäre jetzt so ein typischer Fall davon. Das zweite ist jetzt schon ein bisschen eine aufreizendere Pose, würde ich mal sagen. Ich finde die das Knarrentattoo an ihrem Knöchel ist auch intens. Ich kann es nicht glauben. 24 Euro. Was habe ich noch mal damals für einen Preis gemacht? 20? Das ist ein guter Deal. Okay, genau wo es heiß wurde. Man sieht sie mit dem Handy gefilmt, Winkel von unten, roter BH. Sie guckt auf uns herab. Mal gucken, was passiert. Da ging die komplette Action los. Wir waren hier am Ausrasten mit der Banane. Mein Oberteil war schon ausgezogen. Jetzt werde ich schon ein paar Tage anders auf Bananen blicken, glaube ich. Die drei von euch, die am meisten tippen, bekommen dieses geile Video sofort in voller Länge und natürlich unzensiert. I see. Es ist quasi nach dem höchstbietenden Prinzip. Sie ist ganz in rosa, Hintergrund ist rosa, Höschen rosa und in Krokodilhautmuster, Schlangenmuster eher. Ein rosa BH, eine rosa Perücke. Okay, sie zuppelt so ein bisschen an sich rum und jetzt zieht sie ihren Bikini aus und massiert ihre Brüste. Aber die Titties sind zensiert. Es kriegen wirklich nur auserwählte Leute, die am meisten bieten, die unzensierten Versionen. Und so ein Video ist halt 23 Sekunden lang, also eine halbe Minute im Schnitt eigentlich, bis jetzt. Was sagen denn die Leute da so? Ich liebe deinen Körper. Bitte schreib mir. Sexy pink Bibi. Nix als Abzocke, schreibt Christian. Ich meine, letztendlich muss jeder für seinen Körper den eigenen Preis bestimmen und zu sagen, dass es Abzocke ist. Gut, ich glaube, man weiß, dass man sich bei OnlyFans, wenn man so einen Monat abonniert, auf ein Überraschungspaket einlässt. Man weiß ja nicht wirklich, was da stattfindet. Es muss ja nicht mal Nacktheit stattfinden, ne? Ich finde es irgendwie komisch, wenn sich Leute darüber beschweren. Ein Bild im Slip, wie sie einen ihrer 20 Meter langen Nägel in ihre Unterhose steckt, aber auch nicht wirklich, nicht mal annähernd, dass es das Kätzchen berührt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß ungefähr, ja, die Abstände. Man sieht so ein bisschen Underboob. Das Nail-Design ist aber sehr exciting. Gefällt mir. Es sind hier auch Mädchen, mit denen man snappen kann. Okay, interessanter Ort, nach weiblichen Bekanntschaften zu suchen. Wer gibt es mir von hinten? Ist die Überschrift des nächsten Bildes. In der Badewanne geschossen, auf allen Vieren. Das ist wirklich so ein bisschen, sie zeigt was, aber eigentlich auch gar nichts. Ja, wie gesagt, die wichtigsten Sachen sind halt echt immer abgedeckt. Hier durch Schaum oder durch Smileys zensiert und so. Und der Höchstbietende bekommt wohl dann eine volle Version und so, aber... Aber das meine ich so ein bisschen mit, sie tut ein bisschen auf Porno, aber irgendwie finde ich es jetzt nicht so krass, ehrlich gesagt. So ein Foto von ihrem Arsch, wo sie ihre Arschbacken so ein bisschen hochzieht. I mean, ich habe auf Instagram schon Schlimmeres gesehen. Wer bestraft mich jetzt, heißt das nächste Werk. Man sieht sehr viel Schmuck im Hintergrund. Die dargestellte Person befindet sich liegend vor einem Spiegel, die Füße an den Spiegel gelehnt und man kann sehr gut den Hintern und den Schritt betrachten, der durch ein kleines Höschen bedeckt wird. Ich kann auch solche Bilder machen. Ich meine so, also ihr Gesicht ist halt nicht drauf, ne? Okay, das nächste Video sieht ein bisschen intenser aus. Ihr nackter Ass und ein Video. Immer wenn ein Video kommt, denke ich mir so, oh, es wird intens und dann ist alles zensiert. What? Ich meine, sie filmt ihren Arsch ab von hinten und bewegt den so ein bisschen und spannt ihre Arschbacken an. I mean, und man sieht doch nichts als ihren Hintern. Ich dachte, vielleicht sieht man so ein bisschen mehr, you know? Gerade weil sie ja auch schon eh diesen Ruf hat und sowas wahrscheinlich auch auf anderen Plattformen schon gemacht hat und dann halt mit den Plattformen selber einen Deal hatte und nicht irgendwie an OnlyFans eine bestimmte Prozentzahl abgegeben hat. Aber würde mich mal interessieren, warum sie sich, also ob OnlyFans immer noch ein besserer Deal war als auf allen anderen Pornoseiten, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Wer steckt seinen Kopf unter meinen Rock? Nur einer darf. Auch wieder ihr Hintern von hinten mit der Selfie-Cam abgefilmt, wie sie ein bisschen rumwackelt. Diesmal mit Rock. Ey, ich weiß nicht, was es ist. Ich bin irgendwie, ihr Hintern sieht lustig aus. Also wahrscheinlich sieht jeder Hintern lustig aus, wenn man so ein Video macht. Ich weiß nicht, ich muss mal probieren eigentlich. Okay, POV, jetzt hat sie ein bisschen selbst eine Beschreibung für das nächste Video gegeben. POV, du liegst am
Strand unter mir und muss dich beherrschen, während ich das mache. Mal gucken, wie sehr ich mich beherrschen muss. Also sie ist offensichtlich nicht an einem FKK-Strand. Sie hat einen sehr cuten Bauchnabel-Piercing. Und interessante Piercings an anderen Stellen. Das ist so das, was ich jetzt am interessantesten finde. Katja. Irgendwie manchmal wirkt das auch so ein bisschen unbeholfen. Das ist irgendwie sehr witzig. Sie zeigt mehr, als ich gezeigt habe. Dieses ganze Video ist irgendwie so eine Werbung für Katjas OnlyFans-Account. Aber wie schon gesagt, das sind wirklich irgendwie so wie so ein bisschen Teasing-Bilder, Fotos und Videos, die, glaube ich, auf Snapchat sehr oft verschickt werden von allen möglichen Leuten. For free. Fui. Ich gucke da richtig drauf wie so ein Mathe-Problem, das ich versuche zu lösen. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Kopf arbeitet die ganze Zeit und ich denke so, oh, das ist also sexy. Es ist, ich muss auch sagen, es sind jetzt auch keine professional gemachten Bilder, deswegen wirkt so ein bisschen Snapchat-mäßig. Ne? Es ist halt alles so, auch teilweise im Dunkeln mit dem Handy einfach fotografiert. Immer alles sauber machen. Das nächste Video ist eins, wo sie im Vorschaubild ihren Finger im Mund hat. Sie zeigt ihre Zunge. Sie hat sehr gruselige Kontaktlinsen drin. Leckt ihren Finger ab und nuckelt an ihrem Finger, während sie lasziv in die Kamera guckt. Plus Schmatzgeräusche. Oh, sie ist wirklich eigentlich wie beim Zähneputzen. Sie sehr ordentlich an jede Stelle gegangen mit dem Finger. Was stehen da so für Kommentare drunter? Blasgöttin. Ja. Wer am Daumen nuckelt, macht nachts ins Bett. Ich find's krass auch irgendwie, Leute, die da irgendwie Kommentare drunter lassen und so richtig so, boah, ich bin gerade so horny. Es gab auch viel Fuß-Content in vergangenen Tagen. 500-Euro-Tipps hat die auf dem Video im Moment. 1.000-Euro-Tipp. Auf einem Bild, wo sie noch ein Höschen anhat und man ihre Brüste von unten sieht. Respekt an ihre Follower auf jeden Fall. Wie viel bekommt sie so im Schnitt? So $150 im Schnitt, würde ich sagen. Also eigentlich, es wirkt so ein bisschen wie so ein WhatsApp-Verlauf zwischen Friends with Benefits. So ein bisschen so, ja, ich zeig mein Gesicht nicht, weil wer weiß, wo die leaken, diese Bilder. Aber ich schick dir trotzdem ein sexy Video aus der Badewanne. Letzten Endes muss ich sagen, ich hätte mit intensiverem Content gerechnet. Merkt ihr eine leichte Enttäuschung? Nee, aber also es ist relativ normal. Aber es ist ein Weg für ihre Fans, sie zu unterstützen bei dem, was sie macht. Und deswegen ist es auch gut so. Ich glaube, ich muss mehr spenden als $10, um mehr zu sehen. Ich muss aber noch an die Banane denken. Take my money. Wenn ihr Lust drauf habt, checkt ihr OnlyFans ab. Es ist so eine, die 25 Euro im Monat. What if ist es so ein bisschen, aber ja, okay. Es ist eine Erfahrung wert und ich frage mich, ob man irgendwie ein Trinkspiel draus machen kann. Es ist so das, was ich mich gerade frage. Schreibt mir gerne, was ich noch abchecken soll, auf was ihr keinen Bock habt. Und ich check ab, ob sich's für euch lohnt. Ansonsten abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Abonnieren reicht halt nicht mehr. Ihr müsst auch noch die Glocke aktivieren und dem Video einen Daumen hoch geben. Und allgemein einfach mit mir viben ein bisschen, wisst ihr? Das ist ein Ding zwischen uns hier. Zwischen dir und mir. Und ich möchte, dass es noch ganz lange so weitergeht.